Hallo, mein Name ist Thorsten Gramer. Ich arbeite bei der Firma IGUS und ich möchte Ihnen heute zeigen, wie man einen Desubstecker lötet. Dazu benutzen wir unseren Standard-Lötarbeitsplatz und ich löte den Desub mit einer Temperatur persönlich mit 310 Grad und benutze dafür eine Meißelspitze von 1,4 mm. Die Belegung des Steckers ist kundenspezifisch angepasst. Als erstes werden die Kontakte vorverzinnt, sodass sich ausreichend Lot in den Kontakten befindet. Die Litzen werden mittels Lötzinn vorverzinnt. Der Lötrauch wird über unsere Abzugsanlage abgesaugt. Zum Löten verwenden wir original Wellerlötzinn. Die vorverzinnten Leitungen werden vorne abgeschnitten auf ca. 2 mm. Sobald das Lot flüssig ist, fängt es an zu glänzen und die Ader kann mit eingelegt werden. Sobald das Lot wieder abgekühlt ist, ist die Lötstelle matt. Während des Lötens kann mit unserer hochauflösenden Optik direkt geprüft werden, ob die Lötstellen eine einwandfreie Verbindung haben. Wie man sieht, sind keine einzelnen Litzen aus dem Lot ausgetreten, alles ist gleichmäßig verlaufen und somit eine perfekte Lötstelle. Wir haben hier unsere WX3-Station, an der wir bis zu 3 Lötkolben anschließen können oder zusätzlich noch einen weiteren Heißluftföhn. Wir können über den Display jeweils pro Lötkolben eine Temperatur einstellen, die wir auch mit einem Passwort schützen können, so dass der Werker nicht mehr die Möglichkeit hat, andere Werte einzustellen, sondern mit den vorgegebenen Werten für das Lötzinn löten muss. Wir haben unten noch ein weiteres Filtersystem drinnen, wo wir einmal Vakuum ziehen können oder halt auch mit Druckluft halt den Heißluftföhn betreiben können. Daneben haben wir eine Weller WX2-Station, wo ein weiterer Lötkolben angeschlossen ist. Und auf der anderen Seite befindet sich die Flow-in-Smart-Station. Das ist der Lötkolben, der automatischen Vorschub hat mit Lötzinn, um halt eine weitere Hand frei zu haben. Im oberen Bereich haben wir den Inspektionsmonitor, wo wir mit der Optik einen Stecker vergrößern können, um halt Qualitätsbeurteilungen machen zu können. Die Optik kann ein Zoom von bis zu 48-fach vergrößern. Dann haben wir eine Lötrauchabzugsanlage, die kann bis zu 4 Arme oder 4 Abzugseinheiten verarbeiten, so dass wir den Werker möglichst schützen vor Lötrauch. Und zum Schluss haben wir noch unseren Monitor, wo unsere Arbeitspläne drauf sind. Das ist ein Touch-Monitor, wo der Werker sich den Arbeitsplan aufrufen kann und dann dementsprechend, was er benötigt, sich großziehen kann, um einfacher zu arbeiten.